Auf der Felsenklippe schauen runter und sehen, wie unten die Arche vom Noah ablegt. Und sagt einer zum anderen: Scheiße, war das halt? Also, damit es Ihnen nicht auch so geht mit meinen Gastspielen, haben wir wieder eine Ankündigung. Wir sind ziemlich viele unterwegs nach unserer Januarpause, und zwar im Februar, am 4.2. in der Retouche in Passau. Da brauche ich Leute, die Passauer sind manchmal ein bisschen träge. Dann haben wir am 10.2. sind wir im Schlachthof, Kultur im Schlachthof in München, immer 20 Uhr. Um 19.30 Uhr sind wir am 17.2. im Städtischen Kulturhaus in Bitterfeld, 06766. Am Samstag, den 18.2.23, sind wir in der Konzerthalle in der Ulrichskirche in 06108 Halle an der Saale, 19.30 Uhr. Und am 19.2. im Schlosstheater in Ballenstedt, 06493. Da beginnt es um 16 Uhr. Also ihr seid dann, das ist ein Sonntag, dann zum Fernsehschauen wieder daheim. Nicht? Und im März sage ich euch auch gleich noch mit, damit ihr nichts versäumt. Am 8.3.23 im Renitenztheater in Stuttgart. Am 9.3. im Rantastik in Baden-Baden. Am 10.3. in der Zehntscheuer in 63916 Amorbach. Da war ich noch nie. Und am 11.3. im König-Albert-Theater, wieder mal im Bad Elster. Da freue ich mich schon drauf, um 20 Uhr. Und ebenfalls waren sich am Donnerstag, den 23.3. Kulturzentrum 91052 Erlangen. Und last but least, 24.3., das ist ein Freitag, Bürgertreff in, ach, die Postleitzahlen, 61137 Schönig, 20 Uhr. Also da müsste doch irgendwas dabei sein für euch. Nicht unsere Sorgen gibt es noch Passau. Passau oder Dodels immer, ich weiß nicht warum, aber bitte, vielleicht sind wir viele Säbelzahntiger zu Hause.